Die Sony State of Play, bringt sie große Überraschungen und Ankündigungen oder eher ein Reinfall? Und darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Die Sony State of Play, bringt sie Überraschungen, große Ankündigungen zur PS5 oder zu großen AAA-Titeln oder ist das Ganze eher so ein Reinfall? Die erste Sony State of Play, die ist ja schon ein bisschen her, 2019. Können wir in Zukunft eigentlich noch damit rechnen, dass auf der State of Play große Ankündigungen überhaupt noch kommen werden? Das ist eine gute Frage. Ich würde die so halb bejahen, aber bevor ich darauf eingehe, erst mal nochmal Rückblick. Die State of Play gibt es seit 2019. Das wurde damals als neues Format im März angekündigt und das klang so, als würde die State of Play jetzt das neue regelmäßige Format sein, das über die PlayStation berichtet. Also offiziell von Sony natürlich. Und das klang auch für mich so, als ob das jetzt, keine Ahnung, alle zwei Wochen kommt oder monatlich. Aber das ist es ja nicht. Das zum einen, es ist ein nicht regelmäßiges Format und es schwankt die Ankündigungen, also die Wichtigkeit der Ankündigungen schwankt total. Wir haben unwichtige und wichtige State of Plays. Ich glaube, man muss jetzt vielleicht ein bisschen überlegen, wie war es denn eigentlich vor der State of Play? Weil 2019 ist ja jetzt gerade mal zwei Jahre her. Also das ist jetzt noch nicht so lange in der Videospielegeschichte. Wie hat Sony das vorher angekündigt? Eigentlich gab es da nicht viele Wege, meistens auf Messen. Oder über Pressemeldungen. Das war's eigentlich. Genau, das war's eigentlich. Also streng genommen können wir auch sagen, einfach nur E3. Das war eben die Ankündigung für das gesamte Jahr. Dann vielleicht noch die Gamescom ein wenig. Tokyo Game Show früher auch nochmal, inzwischen aber auch nicht mehr. Und das war eben einfach eine große Show mit allem, was da ist. Das haben sie jetzt eigentlich komplett abgetrennt, weil Sony macht weder E3 noch etwas Großes, nimmt doch gar nicht mehr teil dran, ist auf Gamescom quasi nur noch im Publikumsbereich, macht auch keine Pressekonferenzen mehr. Mhm. Stattdessen gibt es eben diese State of Play, wo sie das Ganze, ich will mal sagen, zerstückeln und nicht einen großen Schwall an Infos rausgeben, sondern einfach stückchenweise das ein bisschen verteilen. Der Punkt, den man ja anbringen muss, ist, man darf nicht vergessen, State of Play, die erste war 2019, das hat jetzt aber auch nichts mit Corona zu tun, denn das war ja lange vorher. Das heißt, Sony hat ja bewusst entschieden, über dieses Format zu gehen, quasi einem Livestream im Internet, die Leute zu erreichen mit neuen Infos. Und anscheinend hat sich das für Sony ja auch rentiert, denn sie behalten das Format ja bei. Es ist jetzt nur so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist irgendwie immer so, wenn eine State of Play angekündigt wird, dann ist man irgendwie immer darauf vorbereitet und erwartet etwas Großes. Es ist die Frage, warum hat sich das denn so entwickelt, dass man wirklich, wenn eine State of Play angekündigt wird, dann ist ein ziemlicher Hype. Und jeder erwartet eine große Ankündigung. Ich glaube, dazu muss man einfach überlegen, wie hat sich das entwickelt? Was wurde denn in den State of Plays angekündigt? Es waren nämlich teilweise auch große Sachen, die da angekündigt waren. Oh ja, ja, ja. Aber ich glaube, in den ersten State of Plays eben nicht. Das war ja nämlich die große Enttäuschung. Sony kündigt an, ey, wir machen jetzt hier Livestream-Format mit Präsentationen und Ankündigungen. Und dann kam, glaube ich, die ersten Folgen waren einfach nur so, ja, hier sind ein paar kleinere Spiele. Und alle waren enttäuscht. Es war eine Riesenenttäuschung und man war gehypt, weil man vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ob man 2019 auch schon gehypt war auf eine PS5, wahrscheinlich schon. Und jeder hat erwartet, es kommen die großen Ankündigungen. Und da hat Sony auch den Fehler gemacht, am Anfang zu sagen, wir haben eine State of Play mit ganz geheimen neuen Spieleankündigungen oder überhaupt Enthüllungen. Genau, die sind da teilweise ja schon selbst dran schuld, weil sie das ja immer so ein bisschen selbst hypen. Nur das Problem ist, dass es ja, wie schon gesagt, es gab ja große Enthüllungen und ich vermute, es wird auch große Enthüllungen weitergeben bei den State of Plays. Und dann ist es immer natürlich schwierig, als Zuschauer, als Gamer dann zu sagen, interessiert mich die State of Play überhaupt, weil da wird meistens sowieso nichts Wichtiges angekündigt. Oder man denkt sich auch auf der anderen Seite, naja, aber die wichtigen Ankündigungen, wie zum Beispiel die PS5 wurde auf der State of Play gezeigt und angekündigt. Das ist ja halt wirklich das wesentliche Medium, um etwas anzukündigen bei Sony inzwischen, die State of Play, weil sie einfach damit auch entsprechend, dank Livestream entsprechend viele Leute erreichen. Und sie, man sieht es ja auch, es schauen eigentlich bestimmt Hunderttausende zu und die Aufrufzahlen hinterher sind immer noch im Millionenbereich, vor allen Dingen, wenn es um PS5 geht. Weil die State of Play, das ist das Interessante, ist ja nicht nur eine Ankündigungsplattform, nennen wir es mal, für Software, sondern auch eben für Hardware. Vor allen Dingen PS5 ist natürlich gehypt, bis jetzt immer noch. Und eigentlich jeder wartet auch immer, wenn es heißt State of Play, wir zeigen was Neues zur PS5. Und das ist jeder drauf gespannt. Ja, weil es war einfach auch die
PS5 wurde ja in der State of Play 2020 im September angekündigt. Also beziehungsweise... Genaueres, ja. Es wurde schon mehrfach gestaffelt. Das ist das Interessante dabei. Ja, es wurde gestaffelt. Stimmt, enthüllt wurde sie früher schon. Aber der Preis und der Erscheinungstermin wurde im September bekannt gegeben. Das war sehr, sehr spät. Genau, das war sehr, sehr, sehr spät. Das Design wurde auch auf einer State of Play enthüllt. Das war aber mehrere Monate vorher. Ich glaube, ich kann es nicht mehr einordnen. Es wurde sogar noch eine eigene State of Play gemacht, nur für die Benutzeroberfläche. Nochmal gezeigt, ja. Genaueres. Ja. Das heißt, es wird schon sehr Großes bei der State of Play enthüllt. Also was früher in Messen passiert ist, auf einer Bühne mit viel Publikum und Presse, das passiert jetzt einfach in einem Stream online. Und natürlich, man kann nie wissen, wird jetzt was angekündigt oder nicht. Denn ich erinnere mich, bei der State of Play, bei der angekündigt wurde, es wird keine Infos zur Vorbestellung geben. Ach, und ja, dann kam ja. es doch. Und dann ging die Vorbestellung ja doch los. Das war auch die größte Irreführung. Überhaupt genau. Damals. Genau, und es ist einfach so, man kann sich nie sicher sein, auch wenn jetzt oft behauptet wird, wir zeigen dieses Mal nur Indie-Spiele. In 99% der Fälle stimmt es, aber irgendwie ist da doch eine Chance so, hey, Sony haut da einfach eine Überraschung raus. Und das finde ich halt so dieses Spannende, weil man die State of Play nicht wirklich abschreiben kann im Sinne von, ja, da werden eh nur unwichtige Sachen gezeigt, weil es kann einfach passieren, dass dann doch eine Überraschung kommt. Wobei Sony jetzt zuletzt sehr, sehr klipp und klar vorab sagt, was gezeigt wird und was nicht. Also jetzt auch beispielsweise, oftmals wird genau genannt, das Spiel wird gezeigt und dann noch das und das und das Spiel. Was nicht gezeigt wird, das erwähnen sie auch noch explizit, beispielsweise, nein, ihr werdet euch keine neuen Infos zu God of War kriegen, beispielsweise, weil sie wissen, die Leute wurden schon mal enttäuscht und das wollen sie ja nicht nochmal machen. Wenn ihr übrigens Bock habt auf mehr PS5 und Hardware-Themen, dann abonniert doch gerne den Kanal und aktiviert auch die Glocke. Über die Zeit hinweg hat sich ja der Fokus von den State of Plays ja auch ein bisschen geändert. Oder manchmal zeigen sie Hardware, manchmal Gameplay. In letzter Zeit ist es aber hauptsächlich Gameplay. Eigentlich. Wobei, grundsätzlich ist der Fokus dieser State of Play sowieso komplett anders als bei den großen E3-Präsentationen früher. Früher bei den Präsentationen war ja alles drin, von Hardware bis Software bis zu Verkaufszahlen und Quartalsbilanzen, was kein Mensch interessiert hat. Und das ist das Schöne an der State of Play, dass man quasi das Ganze häppchenweise kriegt und auch fokussiert kriegt. Das heißt, man kann eine State of Play machen, Beispiel Horizon Forbidden West, eine State of Play nur zu diesem Spiel und es wurden nur, ich glaube, 20 Minuten Gameplay gezeigt. Und das ist genau das, was die Leute sehen wollen. Man will nicht schnell viele Spiele sehen, wo man nicht weiß, was ist das jetzt, sondern man will wirklich das Spiel sehen, länger. Und auch wirklich echtes Gameplay. Das ist das Wichtige auch, dass die Leute nicht irgendwie Render-Trailer sehen wollen, sondern wirklich, wie sieht das Spiel aus, wie spielt es sich. Das ist aber meiner Meinung nach der Grund, weil sich der Fokus der Zielgruppe geändert hat. Die E3 ist ja keine Consumer-Messe, also keine Gamer-Messe. Es ist ja eine Messe für Händler, für Entwickler. Für die Industrie selbst. Für die Industrie. Das heißt, die Industrie ist ja sehr wohl an Zahlen und an Verkäufen interessiert. Und die Industrie, die verkauft ja die Spiele weiter. Also die spielt es ja nicht selbst. Das heißt, für die ist es natürlich klar, dass es besser geeignet ist, denen imposante Trailer zu zeigen. Dann bestellen sie nämlich das Spiel für die Zielgruppe Gamer zu Hause. Der will natürlich wissen, wie spielt sich das Spiel, bevor ich es kaufe. Und das ist, finde ich, der wichtige Punkt, was sich so wirklich geschiftet hat von wir zeigen Zahlen, wir sagen, wie toll die Firma ist und wir zeigen Trailer, imposante und bitte kauft uns die Spiele ab und verkauft sie weiter. Hier, so sieht das Spiel wirklich aus. Das stimmt, das ist komplett andere Zielgruppe oder andere Fokus. Genau. Das ist korrekt, ja. Letzten Vorteil, der mir noch einfällt dazu von diesem State of Plays, ist die Zeitunabhängigkeit, weil die E3 ist ja zeitlich gebunden, genauso wie die Gamescom. Und die State of Play, die kommt halt irgendwann, wann sie kommt. Das ist ja Sony, lässt sich da nichts vorschreiben. Und das ist halt der Vorteil, auch wieder Beispiel Horizon Forbidden West. Sie haben eigentlich 2 Wochen vor der E3 Gameplay aus diesem Spiel gezeigt. Und die ganzen Leute waren gehypt, bevor die ganzen E3-Spiele überhaupt angekündigt wurden. Und während der E3 hatte jeder im Hinterkopf, ist das so gut jetzt wie Horizon Forbidden West? Sieht das genauso gut aus? Und das ist quasi so ein Gradmesser, das quasi Sony schon mal vorlegt und alle anderen Hersteller quasi danach rücken müssen, beziehungsweise die Erwartungen mit erfüllen müssen, weil man entsprechend das schon so da hat. Auch als Spiel Last of Us 2 wurde auch bei einer State of Play groß gezeigt. Ghost of Tsushima dasselbe. Also überhaupt viele große Blockbuster auch. Uns würde jetzt interessieren, wie seht ihr das? Schaut ihr gerne die State of Plays an? Seid ihr da gehypt? Freut ihr euch?
euch drauf? Oder verfolgt ihr das eher so im Nachgang, mal am nächsten Tag oder die Tage darauf gucken, ja, was wurde denn so gezeigt? Schreibt uns gerne unten in die Kommentare. Genau, und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!